Ich habe das Gefühl, Sie wissen gar nicht, worüber Sie dort sprechen. Für Nicht-Geimpfte, für Geimpfte, es reicht für Nicht-Geimpfte. Ich will hier keine Paper-Diskussion in der Pressekonferenz. Das ist ja auch keine Glaubensfrage. Eine Geimpfte, eine vollständig geimpfte Person muss bestimmte Auflagen, die es sonst gibt, nicht beachten. Bestimmte Beschränkungen gelten dann für Nicht-Geimpfte, weil das aus Gesamtpandemiebekämpfungsgründen nötig ist. Wir werden jetzt nicht ohne Notbeschränkungen aufrechterhalten. Vielleicht kann man darauf hinweisen, dass der Senat auch nicht ganz frei ist in der Entscheidung, religiöse Einrichtungen zu schließen. Nochmal zum Thema fallendes Tanzverbot. Peter Feder, NDR. Gibt es schon Konzepte von Veranstaltern? Natürlich sind wir in ständigen Überlegungen, wie wir umgehen mit der kulturellen und der religiösen Vielfalt in Hamburg. Wo wir sagen müssen, da muss man jetzt überall Alkoholverbote erlassen. Oder laufen Gespräche mit der Eventbranche? Es ist jetzt nicht so vorgesehen, dass wir jetzt Konzept, also dass man eine Genehmigung braucht für die einzelne Veranstaltung. Das sind die Regeln, dass Abstände eingehalten werden, Kontaktnachverfolgung mit der Luca-Luca-Luca-App. Und es gilt diese Testpflicht. Test, Test, Test. Es gibt mit der Delta-Variante ein Wiederaufflammen. Es ist keine Frage mehr der Virusvariante, sondern das ist eine der Inzidenz. Inzidenz. Wir gucken ja weiterhin Woche für Woche auf Zahlen, 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 Zahlen. Und das im Abstand von 10 bis 14 Tagen können wir weitere Schritte gehen. Bestimmte Beschränkungen gelten dann für Nicht-Geimpfte, weil das aus Gesamtpandemiebekämpfungsgründen nötig ist. Eine Geimpfte, eine vollständig geimpfte Person muss bestimmte Auflagen, die es sonst gibt, nicht beachten. Sind Bars in Altona aufgefordert, draußen auf die Straße gestellten oder gerichteten Fernseher auszuschalten? Das Public Viewing ist natürlich aber auch aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen auch ein bisschen reduziert und eingeschränkt. Vielleicht kann man darauf hinweisen, dass der Senat auch nicht ganz frei ist in der Entscheidung, religiöse Einrichtungen zu schließen. Das ist ja auch keine Glaubensfrage. Wir haben ja mit der Sperrstunde ganz praktische Erfahrungen gemacht. Und deswegen ist das die Grundlage für Entscheidungen, die wir treffen. Bestimmte Beschränkungen gelten dann für Nicht-Geimpfte. Thank you.